wieder zurück in der Barackenstadt. Nennen wir es mal Barackenstadt. Wir stehen an der Höhle und hoffen auf weitere Geheimnisse. Sie will nicht runter. Sie hat Angst. Verstehe ich auch ein bisschen. Das sieht jetzt da unten nicht so heimelig aus. Ich würde sagen, wir machen mal das Licht an. Hier wimmelt es von Fliegen. Ich wollte eigentlich nicht die Taste. Ich muss anders machen. Eigentlich, genau. Ich muss mich mal angewöhnen. Das eins ist der Bogen, zwei die Pistole, drei die Schrotflinte, vier das MG. Alles klar. Das heißt, wir nehmen den Bogen. Gucken mal vorsichtig um die Ecke, was uns denn hier erwartet. Na, okay, doch nicht so elegant. Ich wollte sie gemütlich und gemächlich durchlaufen lassen. Uiuiuiui, das scheint eine große Kammer zu sein. Zumindest wenn ich da so runterschaue, sieht das nicht gerade klein aus. Ich nehme jetzt mal an, hier drin hat es hoffentlich irgendwo ein Feuer. Ach, richtig. Feuermodus. Man kann verschiedene Modi auswählen. Je nach Waffe. Und bei der Waffe habe ich jetzt gerade den normalen Modus gehabt. Fälschlicherweise. Ja, nee, natürlich nicht. Bogen bitte. Sag mal, wo gehst du hier mit mir hin, Lara? Das ist ja schlimm. Ah, okay. Ich wollte gerade noch auslösen, aber es war schon zu spät. Das ist ja wieder eine Höhle hier. Das ist ja tief geht's hier runter. Sie ist nicht klein. Wo geht sie hier hin? Ist das alles eine Höhle? Seht ihr das? Das Paket hier? Das rutscht doch hier runter und verschiebt die Vase. Aber das ist doch... Ist das wirklich eine Höhle? Das ist nicht einfach ein anderes Gebiet. Quelle der Tränen. Das ist ja... Boah, das ist ja riesig. Ah, okay. Da kommt schon das nächste Benzinfass an. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Also so viele Benzinfässer, wie hier liegen, hat es irgendeine Bewandtnis damit. Die Frage ist jetzt... Was macht man damit? Ich würde mal sagen, wir probieren es mal hierher. Also nur, das so funktioniert. Nö. Nicht wirklich. Ich verstehe das noch nicht ganz, was es ist. Ich verstehe jetzt auch noch nicht das Rätsel. Also, hier geht's nach oben. Ich nehme jetzt aber nicht an, dass ich das mit den Fässern hier erschien. Könnt ihr mal probieren. Also, mal grundsätzlich. Nee. Vermutlich soll das Gewicht sein. Ich nehme jetzt mal an, das ist rein nur Gewicht. Das hier oben zu erschweren.
Ja, genau. So hätte ich das zumindest jetzt gemacht, wenn ich Lara wäre. Das heißt, wir holen jetzt hier das Ding runter. Und achten uns mal, ob das Physikrätsel hier funktioniert. Eigentlich, ich hoffe mal, es wird dann nicht durch mein Gewicht nach unten gezogen, aber wir werden es ja noch feststellen. Die Dame hat einfach nicht gern durcheinander. Aha, jetzt nehme ich an, in der Zwischenzeit ist es natürlich so, es geht nur darum, hier einen Einstieg zu haben. Ich hoffe es zumindest. Und wenn ich jetzt das nachher aus dem Lift werfe, bin ich wieder leicht genug für den Transport. Na, nicht ganz. Okay, an was hängst du denn? Was wäre dein Gegengewicht? Oder geht es nur darum, schnell genug zu sein? Um theoretisch hier rüber, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Lösung war. Zumindest haben wir es geschafft. Seltsam. Die Solari entweihen diese Halbgruppen und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Ich habe es jetzt akustisch leider nicht ganz verstanden. Aber wir haben es geschafft. Alleine der zufriedene Ausdruck. Wow! 1250 Punkte. Alleine der zufriedene Anblick von ihr war mir das schon die Mühe wert. So glücklich, wie es gerade ausgesehen hat. Also, wer kann der Dame schon sowas abschlagen? Ja, jetzt gehen wir mal das Ganze wieder ausbauen. In der Zwischenzeit haben wir Fähigkeitspunkte und Ausrüstung ohne Ende. Ich würde sagen, wir bleiben mal beim Kampf, weil das sicher für euch der interessanteste Part ist. Kann ich noch nicht, mir fehlt leider immer noch 3 Punkte, das heißt nachher noch 2. Dann gehen wir, sicherer Schuss haben wir. Haben wir auch Gewichtheben, ihre maximalen Munitionsmengen. Erfahrene Mörder. Ja, in der Zwischenzeit leider traurigerweise schon. Okay, da ich ja das eh schon die ganze Zeit mache, bekomme ich jetzt über Kopfschüsse und andere Treffer offensichtlich mehr Erfahrungspunkte. Und ich merke gerade, ich habe ja das, was ich eigentlich am meisten einsetze, gar nicht benutzt. Oder einsammle. Schrotflinte könnte ich noch sehr viel, das ist voll ausgebaut. Hier gibt es einfach noch den Salvo-Modus, dann werden auch ausgebaut. Nehmen wir den noch kurz. Wo war er nochmal? Für 450. War jetzt teuer, aber. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schuss Salven. Halten Sie mittlere Maustaste gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Okay. Haben wir denn noch genug für die Schrotflinte? Das kostet 400. Das habe ich schon gemeistert. Das kostet 300. Nee, der Rest muss warten. Jetzt sind wir wieder ein gutes Stück vorwärts gekommen. Eine Grabkammer geleert. Erfahrungspunkte bekommen. Oh. Jetzt frage ich mich allerdings gerade, wie komme ich hier wieder raus? Stimmt. Ich bin von hier gekommen. Sehr schön inszeniert, diese Grabkammer. Wie sich da das Ganze verengt und dann sich das ganze Panorama vor einem öffnet. Es gibt schon Momente, da wäre ich gerne in Laras Haut, aber die meiste Zeit eigentlich nicht. Ich bin lieber stiller Zuseher. Denn was
die an Akrobatik erlebt, das könnte ich niemals machen. Das ist ja extrem. Also mir wären schon lange die Arme ausgerissen worden. Oder die Muskulatur gerissen. Von den Sprüngen, die die Dame hier mit sich machen lässt. Nee, niemals. Okay, wir sind durch bei dem Teil. Das heißt, wir können jetzt in ein neues Gebiet endlich. Kann ich mir vorstellen, für euch endlich. Ich nehme jetzt an, hier wird es gleich rund gehen. Kann ich mich irgendwie abfällig annähern? So, dass mich nicht gleich jeder bemerkt. Habt ihr das gesehen? Nebenbei, wie sie jetzt die Hand an die Wand legt, um zu schleichen? So viel zur Unauffälligkeit. Sie sitzt in der Falle! Umstellt sie! So viel zum Thema Umstellen. Na komm, komm. So. Lebt noch einer? Irgendeiner lebt immer noch. Okay. Finesse. Nein! Das ist doch keine Finesse. Das ist Finesse. Oh. Wow. Wo kommst du denn her? Was kommt denn hier alles angerannt? Was war das nochmal? Ich glaub... Okay, nee, das war doch der Knopf. Nee, das ist er nicht. Ich probiere gerade was. Das klappt jetzt. Nein, oh, das ist ganz schlecht. Ah, Scheibenkleister, ich habe mich zu sehr auf ihn konzentriert. Ich probiere gerade diese Finesse. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Also, sie ist nur ein Mädchen. Das finde ich schon fast als Beleidigung. Und jetzt bin ich ganz schlecht aufgestellt, merke ich gerade. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Genau, das habe ich befürchtet. Oh, jetzt bin ich noch in der Ecke. Ganz schlecht. Ey. Renn, Lara. Flüchte, du hast noch einen. Den hast du. So. Wo kommt... Wo kommst du denn plötzlich her? Ah! Geh weg! Okay, weißt du was? Keine Zeit. Ich habe auch schon die Position gewechselt. Ah! Hey! Ich treffe den nicht im Kopf. Na, nein! Sag mal, was ist denn plötzlich mit meiner Lara los? So, jetzt aber. Jetzt probieren wir es nochmal. Also, ausweichen. Nee, da kommen sie schon wieder. Keine Zeit für Tricks. Einfach nur weg. Da war doch noch mal einer. Wo ist er? Oh, die Dynamit. Findet ihr nicht, ihr treibt es ein bisschen? Ich bin nur ein Mädchen.
persönlich finde, ihr übertreibt es tatsächlich ein bisschen. Hey, habt ihr's? Ist ja furchtbar, was hier einem entgegengeworfen wird. Und die Beleidigung vergesse ich euch nicht so schnell. Das ist ja nur ein Mädchen. Hier werde ich völlig unter Wert verkauft. Wir merken uns, neu werfen sie mit Dynamit. Tja. Würde ich an ihrer Stelle ehrlich gesagt vermutlich auch machen, weil sie sind ja offensichtlich wirklich chancenlos. So. Genug. Ich glaube, wir haben alles. Verschaffen wir uns Zutritt. Wie viele Schuss sind das? 45. Okay, ich würde sagen, wir brauchen noch einen Waffenwechsel. Muss ich hier im Rhythmus? Ach nein, okay, alles klar. Ja, ich sehe es. Ja. Nicht mit mir. Ach, und hier hinten ist eine Statue. Sehe ich jetzt gerade. Also so eine Galionsfigur. Das heißt, nee, das ist schon richtig. Einmal Bogen und einmal ziehen, bitte. Habe ich sonst noch einen übersehen? Nur kurz ein Blick. Ich hoffe, den gewährt ihr mir. Ihr habt gar keine Wahl. Den müsst ihr mir gewähren. Ja, und oben ist nämlich eine. Ich glaube, ich sehe das richtig. Wenn nicht, entschuldige ich mich ganz herzlich, denn hier ist nochmal eine. Und hier hinten hat es nochmal eine, wenn ich das... Ja, nicht ganz gereicht. Ah! Tiefer Sturz. Wer hoch hinaus will, kann tief fallen. Hallo? Du kommst, du schaffst das nicht? Hm. So ein Bewegungskünstler, aber das dann wieder nicht. Nee, das ist gar keine Figur. Das ist nur das Zeichen. Das ist ein Kirchensymbol. Das ist mir davor gar nicht aufgefallen. Seht ihr das? Das ist wirklich so ein kleines Kirchensymbol. So, habe ich irgendwo noch so eine Figur übersehen? Ich denke nicht. Und hier könnte ich einen Rabe jagen, aber das mache ich jetzt nicht. Die Tierwelt wurde schon genug von mir gequält. Alleine, was ich hier Vogelnester zerstört habe, ist ja nicht schön. Suchen wir es nochmal. Boah, das geht in die Oberarme, das spürt ihr gar nicht. Das erinnert mich an die alten Olympiadespiele, wo man einen Rhythmus klopfen musste oder was drücken musste. Und das dann, bewegungsumgemünzt wurde. Neues Lager. Man müsste jetzt eigentlich für die Schrotflinte wieder was gegeben haben. Laufmantel. Ein geschlitzter Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Ne, haben wir ja schon. Polierter Bolt erhöht Takt
Rate zwischen den Schüssen erhöht die Schussfrequenz. Ein Gepolsterschrott, ein Gepolsterfrontgriff, der die Waffe beim Schießen stabilisiert und damit den Rückschuss verringert. Da, seht ihr es vorne? So ganz wenig. Mal. So. Hier vorne. Das sieht stylisch aus, das nehme ich. Noch mehr Schrott produzieren. Ich meine Schrot natürlich. Was ist los? Ich würde sagen, da flüchtet einer. Das hat so ausgesehen, als würde jemand flüchten. Da ich befürchte, dass hier gleich die Post abgeht. Das sieht sehr abenteuerlich aus hier. Hier können wir nicht durch. Leider bin ich gezwungen, hier nach unten zu gehen. Passt mir gar nicht. Das riecht schon nach einem schlechten Standort. Das einzige Positive ist, dass wir wieder so eine Figur abschalten können. Ich hoffe, das schlägt auf ihre Moral nieder. Und sie werden mich zukünftig nicht mehr beleidigen, als das ist nur ein Mädchen. Ja, und jetzt bin ich gezwungen, ein bisschen Lärm zu machen. Denn hier ist wieder ein Tagebucheintrag. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Glaube, Matthias hat einen Kult wahrhaft Gläubiger geschaffen. Wie könnte man moralischen Verfall und Gewalt besser rechtfertigen? Der Schlüsselsucher. Ghostbusters. Vorbereitung ist alles. Wo könnten wir nachher lang? Immer vorhin schon, bevor schon Wege ansehen. Das sind Körbe, das sind Menschen. Hier unten muss ich offensichtlich durch. Da hinten ist mit dem Auto eine Rüstung gemacht. Die Frage ist, könnte ich... Was ist das für ein Schattenspiel? Ach, okay. Dachte gerade, das ist nur die Windmühle hier. Wie können die so leben? Nee, da kann sie nicht nach oben. Schade. Das heißt, ich bin gezwungen, hier reinzugehen. Wir haben sie eine kleine Seilbahn oder Industriegebiet aufgebaut. Sehr eindrücklich. Ich sehe gerade, ich habe etwas vergessen. Was?
ich jetzt nicht mehr nach oben? Oh. Ich hätte es verstanden. Mit so viel Kleidung, wenn die mal nass ist. Ich glaube, jetzt bin ich aber durch, oder? Hab ich irgendwas vergessen? Nee, müsste alles sein. Okay, doch nicht. Die einfachsten Dinge. Ich sag's immer wieder. Aber da komme ich auch gar nicht ran, oder? Ja, wobei. Mal sehen, Lara, wie geschickt du bist. Nehmen wir jetzt mal an. Genau. Jetzt hier nach oben. Nur, es nützt dir nichts. Das ist kein Durchgang. Ich wollte das Spiel überlisten. Hat's aber nicht erlaubt. Nee. Au, das war eine harte Landung. Aber die Idee war gut, oder? Das schreit wieder nach Falle. Reicht mein Fall soweit? Er würde soweit reichen, aber das bringt nichts. Oh mein Gott, Gwen! Muss ich jetzt den beschützen, oder? Also ihr seht ihn hier oben hängen. Was das für eine Bewandtnis hat, das werde ich euch aber erst in der nächsten Episode zeigen. Denn sonst haben wir wieder Überlänge. Ich will jetzt mal das Zeitlimit einhalten. Das ist ein Spannungsbogen hier. Ich mache aber gleich an dieser Stelle weiter. Versprochen. Auf gleich wieder.